Europäer, der einmal ein Guru war. Herzlich willkommen. Per, du hast Medizin studiert und als du mit dem Studium fertig warst, hat dir etwas gefehlt. Was? Was gefehlt hat, war eigentlich immer wieder das Lebendige. War das, was Beziehung und was Berührung ausmacht. War das, was wirklich Nahrung gibt. Und Liebe. Ja, so hätte ich es damals wahrscheinlich nicht ausgedrückt. Aber die Liebe ist ja grundsätzlich auch nicht wirklich eine Emotion, sondern de facto ist es eine Entscheidung. Und sie braucht ein Gegenüber und sie braucht ein Wachstum. Also das, was gefehlt hat, war einfach wirklich, einfach an die Wurzeln zu gehen und wirklich Heilung zu erleben. Und alle, die wir in helfenden Berufen sind, denke ich, haben eigentlich auch das tiefe eigene Bedürfnis, selber heil zu werden. Und viele drücken das nicht aus, manchen ist es nicht bewusst. Mhm. Aber in Wirklichkeit steht das ganz viel dahinter. Und da geht es auch ganz viel um Selbsterfahrung. Und das war eigentlich das, was mir nach einer gar nicht so kurzen Vorgeschichte das Medizinstudium, was ich wohl fertig gemacht habe, aber das ist nie wirklich erfüllt worden. Auch nicht auf einer menschlichen Beziehungsebene. Das heißt, du hast dich auf Suche begeben. Mir wäre es damals gar nicht bewusst gewesen, dass ich auf der Suche war, weil ich habe eigentlich als Kind, also so ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht wie Sie, aber auch wieder ziemlich anders. Mhm. Und zwar war ich ganz tief in Verbindung mit diesem Jesus, den ich damals noch gar nicht so gut kannte und habe eigentlich etwas gemacht, wovon ich ein gar nicht mehr so kurzes Leben überzeugt war, das ist eine tolle Entscheidung. Also ich bin ein Sechsjähriger, habe ich mich, bevor ich in die Schule kam, weil ich gesehen habe, dass die Kinder einfach anders wurden, wenn sie in Schulen gehen, wenn sie in diesen Strukturen sind. Und ich habe diesem Jesus nicht zugetraut, mir da zu helfen und bei mir zu bleiben. Und dazu muss ich sagen, ich kannte die Bibel nicht. Ich kannte das Wort Gottes nicht. Als gelernter Katholik und gelernter Österreicher war mir das gänzlich unbekannt. Hatte aber eine Großmutter, die sehr viel, sag ich mal, lebendige Beziehung hatte zu ihm. Also um es kurz zu sagen, ich habe mich verabschiedet und wusste, dass ich für ziemlich lange Zeit in eine ziemliche Dunkelheit gehen muss. Und dazu muss ich auch sagen, mein Kindheitstraum war eigentlich, Priester zu werden. Und da ich auch, so wie du, keine andere Möglichkeit sah, außer der katholischen Kirche, und ich dann davon sehr enttäuscht war, besonders von der Heuchelei und von dieser Unlebendigkeit, auch durchaus in meiner eigenen Familie. Ne? Das waren die 60er Jahre, da gab es noch Veteranen des Kriegs vor den Kirchentüren, da gab es noch ganz viele Leiden, da gab es noch Bedürftige. Kein Mensch hat sich um die jemals gekümmert, auch nicht von unserer Familie. Also ich habe mich dann so mit 11, 12 in einer österreichischen Eliteschmiede groß werdend von dieser Art Religion abgewandt, aber überhaupt keine Alternative gesehen und bin ein ganz humanistisch, profanes, erfolgreiches Leben gewandert. Springen wir in deine Zeit, als du dann deine Reisen begonnen hast und irgendwann sogar in Tibet gelandet bist? Ja, ich war Abt in einem tibetischen Kloster. Also ich war lange Jahre tibetischer, buddhistischer Abt, hinduistischer Priester, hawaiianischer Kahuna, Schamane der Red Nation, genau. Nebenbei noch Arzt und Psychotherapeut. Und du hast besitzlos gelebt. Was heißt das? Ja, wir haben gut, sage ich mal, 15 Jahre auf jede Form von Besitz verzichtet. Wir haben alles verschenkt, wir haben alles gegeben, alles mit allen geteilt. Wo habt ihr gelebt? Wir lebten mit Pferden statt Autos, mit Solarpanelen statt Steckdosen, mit Jurten und Zelten statt Häusern. Und haben sozusagen, eigentlich war die Basis, dass ich ein migranter buddhistischer Abt, also Migrant heißt in Bewegung, und ging mit meiner Familie und unserer Gemeinschaft, die sich da etabliert hat, zwischen Neuseeland und Hawaii, in diese Szenen von ganz viel hungrigen jungen Menschen, die dieser Gesellschaft eigentlich Absage leisten, nicht gestillt wird ihr Hunger, besonders nicht auf der spirituellen Ebene, und habe eigentlich versucht, mit dem heute, sage ich, dem falschen Evangelium, dem Evangelium vom Buddha, Menschen zu ihrer Wahrheit zu führen.
damals verheiratet und schon Kinder gehabt, gell? Damals gerade nicht mehr verheiratet, aber schon Kinder. Einer der Gründe war dieser Beziehungsbruch zu meiner ersten Frau und die tiefe Enttäuschung, die daraus resultiert ist. Gründe wofür? Einer der Gründe dieses Weggehens, dieses Hinausgehens. Peer, und ja. Du warst Guru. Ja, natürlich. Ja. Ich bin in alle diese Länder eingeladen worden. Also dieses Guru bedeutet ja im Sanskrit, woher das Wort stammt, eigentlich der, der die Dunkelheit zerstört. Das ist ein Sanskrit-Wort. Das ist ja was durchaus, könnte man glauben, Positives. Und der auch natürlich Anhänger hat, ne? Ja, genau. Weil sozusagen die Dimension des Gurus ist es ja, die Göttlichkeit in diesem Menschen zu verehren, um die eigene Göttlichkeit zu erkennen. Der Guru ist, der dorthin leitet. Genau, das ist alles ja ein Wahnsinn. Und wer erreicht das schon im Leben? Und trotzdem bist du aus dieser Welt auch wieder raus. Ja, und das war eigentlich ein Riesengeschenk. Aber das hätte ich so oft damals nicht sehen können. Ich hielt ja diese Dinge, da überall mitzuleben, eingeladen zu werden, der Bruder von Sai Baba zu sein, der einer der größten Gurus war, zu dem kamen 25.000 Menschen pro Tag, um ihn anzubeten. Und einer der umstrittensten. Und einer der umstrittensten, natürlich. Ja. Es wird immer polarisierender, je mehr es ans Eingemachte, in der tatsächliche Wahrheit geht. Ne? Also was ich gelebt habe, ist das ja, Glaube bzw. die Beziehung zur Göttlichkeit beliebig ist. Anders wäre es nicht möglich. Nicht? Das ist sozusagen Jesus, Buddha, Krishna sind Brüder. Und jeder Weg führt letztlich zum Ziel. Oder der Weg ist das Ziel. Die Susanne sieht eine gewisse Gefahr in Religionen, gell? Wie hast du vorher gesagt, irgendwie mit Wahnsinn? Ja, also Religion ist gleich Wahnsinn. Das war, nachdem ich also die christliche Religion einmal die katholische abgehakt habe. Aber ich möchte da wirklich das Christentum reinnehmen, einfach abgehakt. Mein Glaube heute ist, Religion ist, wie gesagt, von Menschen für Menschen gemacht. Das sind Regeln einfach, die zu befolgen sind. Wenn du das machst, dann das. Und wenn nicht, dann gibt es die Strafe. Also da sind wir ganz konform, dass Religion was Menschengemachtes ist. Ja. Was grundsätzlich aber nichts daran ändern kann, dass diese Schöpfung, in der wir leben und dessen Teil wir sind, ja offensichtlich von einer anderen Ebene kommt, als die, in der wir leben. Hast du zurückgefunden zum Christentum? Absolut, aber eben nicht zur katholischen Kirche, sondern ich fand diesen Jesus, oder eigentlich ist besser, dieser Jesus fand mich, und zwar genau auf dem Weg eigentlich zum Selbstmord. Also ich wollte springen. Wieso wolltest du dich umbringen? Ja, weil mein gesamtes Lebenskonzept ist absolut zerstört worden. Zuerst sind zweimal meine Familien durch den Selbstverwirklichungswahn, den ich selber ja auch großteils unterstützt habe. Nicht? Das geht ja nur um die Verwirklichung des Selbst. Dann brauchst du aber den anderen nicht mehr. Selbst nicht in einer Partnerschaft, selbst nicht, wenn es da vier Kinder gibt. Dann, das ist sozusagen das Gegenteil von Verbindlichkeit. Und das ist wiederum das Gegenteil von dem, was eigentlich das Wort Gottes sagt. Und das Tragischste war dann, nachdem ich eben buddhistischer Abt, hinduistischer Priester und all diese Dinge aber gleichzeitig war, weil die Lesart ist ja, dass es eben unsere Entscheidung ist, welche Wahrheit real ist. Und das ist diametral dem Wort Gottes gegenüber. Mhm. Nicht? Gibt es eine absolute Wahrheit, für die kann ich mich freiwillig entscheiden oder eben nicht. Genau. Wenn ich mich aber nicht dafür entscheide, muss es Konsequenzen haben, weil sonst wäre es nicht freiwillig. Genauso wie es Konsequenzen hat, wenn ich mich dafür entscheide. Das ist ja genau der Punkt. Der Allsegen oder das Alle nach Hause kommen, das habe ich selber. Aber das war dann so ein Punkt, Entschuldige, wo dir klar wurde, dass du eine Leere in dir empfindest? Nein, gar nicht. Was mich total erschüttert hat, war, dass auch noch die Sufis, das ist die mystische Linie, sage ich mal, des Islam, zu mir kamen, dass ich 23 Jahre hatte ich sozusagen von dem Kalorimpoche den Auftrag, die Weltreligionen miteinander zu verbinden. Wenn ich das perfide wäre, dass das, was sie verbindet, sozusagen dem Wort Gottes diametral entgegengesetzt ist. Das heißt, es ist keine Beliebigkeit, wofür du dich entscheidest. Das ist eine Möglichkeit, die habe ich gelebt, 40 Jahre lang, und bin total auf die Schnauze gefallen.
Der Bär ist vor 6 Jahren auf der Brücke gestanden. Ich glaube, das ist schon viel länger her. Das ist gerade 6 Jahre her. Das war erst vor ganz kurzer Zeit. Ich war ja auch sehr erfolgreich als Guru und alles Mögliche und war selber Christus. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Wir haben ganz viele Dinge, Energien verankert. Wir machten Yoga. Wir haben alles miteinander sozusagen gebracht. Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, dass wirklich dieses Göttliche in uns lebt. Ne? Ja. Und dann habe ich dir erzählt, 2 Familien zerbrochen, 6 Kinder, ich begeisterter Vater, die wurden total aus meinem Leben gerissen und dann fiel ich in ein absolut tiefes Loch. Ich muss dazu sagen, ich habe als junger Therapeut auf der Krisenintervention lange gearbeitet. Hättest du eigentlich die Antwort nie gegeben? Richtig, aber ich war selber nie dort. Ich war selber nie in diesem schwarzen, hoffnungslosen, schmerzhaften Loch, wo du nur raus willst. Und auf dem Weg zu dieser Brücke, die in Andalusien war, da habe ich noch große Workshops und Seminare gemacht, kam eine ganz, ganz sanfte Stimme mit einem ganz warmen Lächeln und sagte, Google, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe dir mal eine Chance gegeben, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Und dort Spanien, Internet, dann bin ich über eine Website dorthin geleitet worden und da hieß es, der Sinn des Lebens ist, den Herrn zu loben, zu preisen und anzubeten. Sagte mir gar nichts, fand ich eher obszön, weil schließlich war ich selber Jesus zu dem Zeitpunkt. Und doch hat was in mein Herz gegriffen und hat mich festgehalten. Und aus demselben Bereich kam vielleicht 2 Stunden später, okay, wieder mit diesem gleichen wunderschönen Lächeln, schau doch mal, vielleicht stimmt die Bibel. Und da war ich. Ich kannte den Koran besser als die meisten Muslims, die Bhagavad Gita, die Veden, habe das alles gelehrt, alle Weisheitskulturen von Kabbala rauf und runter bis Sephiroth. Aber das Wort Gottes kannte ich nicht. Das habe ich zwar öfter zitiert, aber habe es eigentlich für die Basis der katholischen Kirche gehalten und mit 12 aus dem Fenster geschmissen. Und jetzt lebst du quasi danach. Und jetzt lebe ich absolut danach. Der Sinn des Lebens ist, den Herrn zu loben, zu preisen und anzubeten.